Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, für unser Wiesenspezial von Promigeflüster. Ich gehe einfach jetzt mal hier mit in die prominenten Welt rein. Florian Silbereisen, der ist natürlich jedes Jahr da. Florian, Servus. Ich sag Hi. Hallo und Servus. Guten Morgen zur Morgen. Wiesn. Du hast heute hohen Besuch mitgebracht. Ja, Mireille Mathieu ist mit Familie hier und wir freuen uns sehr darüber. Ja, ja, wird bestimmt ein schöner Anstieg heute. Genau. Hat sie sowas in Frankreich schon mal auch erlebt oder überhaupt als Französin hier auf dem Oktoberfest? Weißt du das? Hat sie schon was erzählt? Es ist, so viel ich weiß, ihr erster Wiesnbesuch. Okay. Und sie hat gesagt, sie kommt mit uns mit. Darüber freuen wir uns natürlich sehr und wir schauen mal, dass wir einen schönen Anstieg haben, einen friedlichen. Holen wir sie mal ganz kurz mit dazu. Ja, das ist erst einmal, ich bin sehr stolz. Das ist eine schöne Kleid, schöne Tradition für hier, für Bavière. Ganz toll, ich bin sehr stolz. Nee, das sieht sehr toll aus und mit Florian zusammen macht das ein tolles Paar. Ja, absolut, schau dir das an. Was sagt Helene dann dazu? Ja, die ist heute wahrscheinlich irgendwie und schaut uns im Fernsehen ein bisschen zu. Ja. Na, wünsche ich Mireille Mathieu eine ganz tolle, friedvolle Wiesn und das erste Mal trinkt ihr miteinander, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Vielleicht auch die zweite und die letzte. Mal gucken. Alles klar, euch viel Spaß. Ich darf euch noch verraten, unsere Freunde aus dem Chiemgau, die Eigelweidler, die haben wir natürlich auch mit dabei und sie werden uns morgen beim großen Festumzug, beim Trachtenumzug auf dem Luxschwagerl mit begleiten musikalisch. Oktoberfest, ist es jetzt für euch Premiere oder wart ihr schon mal auch hier in München auf dem Oktoberfest? Zu Besuch waren wir schon mal, aber gespielt haben wir noch nie hier oben. Okay, ja gut, das wird sich dann morgen ja hoffentlich ändern. Was erwartet ihr denn? Was habt ihr denn für Erwartungen, wenn ihr jetzt hier auf die Wiesn kommt? Ja, auf alle Fälle mal, dass ziemlich viel Leute zuschauen werden. Also das wird. Ich glaube schon, dass das gut wird. Ja, vom Florian, da weiß ich, er hat natürlich schon ein bisschen Beziehungen. Verschiedene Musikanten, die in den Zelten spielen, sind da. Wo gehen wir denn nachher noch hin? Was wäre für dich noch interessant? Zum Beispiel zum Ambrus-Zelt, da spielt ein Kollege von mir. Oder auch zum Löwenbräu, da spielt ein Musikerkollege von mir auch noch und ein Arbeitskollege. Also ich kenne da halt ein paar, die gesagt haben, dass wir auch noch hinschauen und gleich wäre cool. Sehr gut, jetzt geht es noch um die Fahrgeschäfte. Wir haben ja eine kleine Umfrage gemacht oder beziehungsweise ihr auf Facebook. Freefall war da, glaube ich, gewünscht. Ist das was für euch? Das ist lustig, aber gut, für den Flo dann vielleicht weniger, aber... Also das heißt, man wird euch nachher noch durchaus auf dem Freefall sehen. Freilich. Hitschreiber, Hitproduzent Ralf Siegel ist natürlich auch da, wie jedes Jahr. Und so mancher Hit wird auch hier von ihm auf der Wiesn noch zu hören sein. Und für Florian bringt er ein riesengroßes Herz mit. Denn kleine Präsente erfreut das Leben. Weil Edi Morg steht drauf für Mireille Mathieu. Ist das nicht toll, die Wiesenherzen? Bleib, wie es bist. Genau. Ganz nach oben vor, keine besondere Besonderung, unter die Nähe, unter die Decke, jetzt geht's am Piet, geht's am Piet, der macht ganz für Hack, ganz wenig los, Achtung. Toll, auf, bisschen an der Kurve gedreht, Freunde, auf die Kiste, die Kiste, die Maschine. Ha, ha, ha. Was ist denn die Kiste, die Maschine. Ha, ha, ha. Alles rutscht mal mit hier. Und immer wieder, alles rutscht mal wieder. Beste Gelegenheit. Don't stop hier.
geil.